Im folgenden Video schauen wir uns an, wie wir eine 3D-Szene in 3D Studio vorbereiten können und einstellen können, damit wir schneller zu einem Modeling-Ergebnis kommen. Als erstes macht es Sinn, Ihre Szene in Layern anzulegen, das heißt, je nachdem, was für Elemente Sie haben, Lichter, Umgebung, ist es sinnvoll, das auf einzelne Layer zu legen. Und wenn Sie einen Layer haben, wie beispielsweise hier den Layer Umgebung, den Sie fast nie verändern, wo Sie die 3D-Objekte fast nie verändern wollen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier auf Freeze zu gehen, damit Sie hier nicht versehentlich Veränderungen vornehmen, auch bei Geschossen, die Sie nicht verändern wollen. Und dann ist es gut, wenn Sie verschiedene Designvarianten haben, für jede Designvariante einen neuen Layer anzulegen und natürlich auch auf dem aktiven Layer zu zeichnen. Und Sie können alles andere dann natürlich hier über Hide Selection auswählen und die Elemente über die Funktion hier oben hin und her verschieben in dem Layer Manager. Hier wähle ich jetzt beispielsweise ein paar Objekte aus und sage, das sind meine Objekte, und ich kann jetzt diese Objekte einfach, indem ich sie erstmal hier ausgewählt habe, über meinen Layer Manager auswählen, auch hier in meiner Szene dann schlussendlich, und dann, indem ich einen weiteren Layer aktiviere, kann ich ihnen dann diesem Layer zuordnen, und damit sind diese Objekte jetzt in meinen zweiten Layer Bootskörper hinüberkopiert und ich kann hier frei meine Objekte hin und her bewegen. Und was sicherlich auch gut ist, jeder Layer hat eine Farbe, und je nachdem, wenn das bei den Objekten auch eingestellt ist, kann ich meine Szene sehr gut nach Layer-Farben hier unterscheiden. Wenn ich zum Beispiel in den Wireframe-Modus sehe, sehe ich, dass hier alle Objekte blau sind, und die Layer-Farbe von meinem Design ist auch blau, und wenn ich die jetzt ändere und eine andere Layer-Farbe nehme, beispielsweise hier dieses Rot, sehen wir, was passiert. Die Objekte sind auch rot, das heißt, ich kann es mir sehr gut nach Layern visuell anzeigen lassen. Wenn ich hier auf meine Liste gehe, Select by Name oder einfach nur meine H-Taste klicke, dann geht mein Auswahlfenster auf, und hier kann ich natürlich über Eingaben wie zum Beispiel KA wie Kamera einfach schon meine ganzen Kameras auswählen, oder ich habe auch die Möglichkeit, mir hier Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel World Family, denke ich, braucht man normalerweise nicht. Ich ersetze jetzt diese Reihe und sage, ich möchte das hier nach Farben auswählen, was total Sinn macht, oder ich gehe jetzt hier rein und sage Replace, Replace, und gehe auf Hidden Objects oder irgendwas in der Richtung und kann mir so auch hier mein Auswahlfenster noch besser einstellen. Was in einem CAD-Programm sehr üblich ist, ist das Arbeiten mit Gruppen. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen und mehrere Objekte auswählen, und ich kann jetzt hier auf Gruppieren gehen und nenne das Ganze Gruppe Test. Ich würde das aber versuchen, in 3D-Studio zu vermeiden, weil wenn Sie den Gruppen Materialien zuweisen wollen oder den Objekten in Gruppen, müssen Sie immer wieder in diese Gruppe reingehen. Es gibt eine wesentlich bessere Methode, und zwar können Sie hier Auswahl speichern. Wenn ich jetzt hier auf dieses kleine Feld gehe, Edit by Name, habe ich die Möglichkeit, hier sogenannte Auswahlsets zu machen, und ich habe jetzt drei Objekte im Rahmen ausgewählt und nenne ich die jetzt einfach mal Design Objects, und jetzt sind alle diese drei Objekte hier drin, meine drei Toastknoten, und ich habe auch die Möglichkeit, hier in meinem kleinen Puller-Menü schon meine vorausgewählten Objekte nochmal reinzuholen jetzt in die Szene, und man sieht, einige sind eingefroren. Das habe ich in meinem Layer Manager gemacht. Ich möchte die trotzdem auswählen. Und wir sehen jetzt, das funktioniert sehr gut. Ich kann hier meine Sets auswählen und bin hier viel schneller in meiner Auswahl, als wenn ich hinterher mit Gruppen arbeite und Gruppierungen öffnen und Gruppierungen wieder schließen muss. Standardmäßig ist es immer so, dass ich in meinem Grundkoordinatensystem zeichne. Wenn ich jetzt auf G sehe, sehe ich, mein Objekt ist in der Mitte, und wenn ich jetzt hier eine Box aufziehe, das ist meine Box, dann sehe ich, dass die absolut hier im Ursprung auf meiner Z-Achse sitzt. Wenn ich unterschiedliche Geschosse habe, macht es Sinn, dass ich mein Gitternetz verschiebe, und hier auf der rechten Seite habe ich bereits was vorbereitet. Das heißt, wenn ich mir das hier anschaue,
Dann sehe ich, dass es hier bereits Gitterlinien gibt. Und wir gehen jetzt mal weiter rein und ich deaktiviere mein Grid. Und wir sehen, das erste Gitter heißt Ebene 0, das zweite Gitter heißt Ebene 1, das dritte Gitter heißt Ebene 2 oder Ebene 3. Und ich kann jetzt hier im nächsten Schritt sagen, rechte Maustaste Activate Grid. Und wir sehen, was passiert, wenn ich jetzt das Gitter aktiviert habe und nochmal eine Box in meiner Szene zeichne. Das machen wir jetzt. Dann schauen wir uns, wo die Box sich befindet. Das heißt, die Box befindet sich nicht mehr auf der Nullebene, sondern sie bewegt sich auf meiner Gitter. Das heißt, ich habe so die Möglichkeit, durch sogenannte Grids hier auch mein Koordinatensystem zu verschieben. Das Gitter kann natürlich auch schräg liegen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier drehe und eine Box zeichne, dann ist diese Box in meinem Koordinatensystem gedreht. Wichtig ist, wenn ich das abgeschlossen habe, wieder auf mein Ursprungsgitter gehe, dann muss ich sagen, Activate Home Grid. Und wenn ich das gemacht habe und eine weitere Box zeichne, dann bin ich wieder ganz im Ursprung gelandet. Das heißt, jetzt sitzt meine Box wieder auf 0, wenn wir uns das hinterher in meiner Seitenansicht anschauen. Das Gitternetz haben wir gerade verdreht und wenn ich das wieder gerade drehen möchte, dann gehe ich jetzt mit der rechten Maustaste aus Select and Rotate und ich sehe, dass ich es in der X-Achse leicht verdreht habe, in der Y-Achse und in der Z-Achse. Und jetzt stimmt es wieder und jetzt ist es wieder so, wie es vorher gewesen ist. Das heißt, es gibt keine Rotation. Ein Gitter kann ich folgendermaßen in meine Szene reinsetzen. Ich gehe in die Helpers und dann auf Grid. Und wenn ich jetzt hier reingehe in mein Menü, in meinen Grundriss, sehe ich, dass ich hier ein neues Gitter aufziehe und das Gitter kann jetzt Gitter-Test heißen. Und dann kann ich das Gitter aktivieren. Ich sage Activate Grid und jetzt ist es so, dass alles, was ich zeichne, sich auf das Koordinatensystem dieses Gitters bezieht. Eine Kleinigkeit ist sicherlich etwas gewöhnungsbedürftig, wenn ich hier ein Gitter aktiviert habe. Und Activate Grid ist es so, dass ich im Grundriss Elemente, das heißt in meinem Top View Elemente zeichnen kann. Und das ist jetzt hier meine gezeichnete Box. Aber ich kann nichts in meinem Front View zeichnen. Das ist deaktiviert. Das heißt, wenn ich hier wieder in mein Front View reingehen möchte, dann muss ich jetzt wieder sagen, nächste Taste Activate Home Grid. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich auch wieder die Möglichkeiten allen Perspektiven und Ansichten zu zeichnen. Ich habe so die Möglichkeit, ganz kontrolliert auf unterschiedlichen Ebenen, Geschossebenen und schrägen Flächen rotierten Achsen zu konstruieren und auch immer wieder auf diese Ebenen und Elemente zurückzugehen. Es gibt eine weitere Möglichkeit, wenn ich beispielsweise hier diesen Torusknoten isoliere und jetzt auf Activate und mal das in meinem Drahtgittermodell anschaue, gibt es eine Funktion, die ist sehr praktisch. Wenn ich nur wenige Elemente temporär jenseits meines Koordinatensystems Polygonflächen oder Ebenen zuweisen möchte, dann kann ich die Auto-Grid-Funktion einstellen und Sie sehen jetzt, wie mein Gizmo sich verschiebt, wie es hier lang wandert entlang meiner Polygonflächen. Das heißt, wenn ich AutoGrid aktiviere, kann ich zum Beispiel, wenn ich dieses Polygon auswähle, hier eine Kugel draufsetzen oder auf der Fläche eine Kugel draufsetzen. Und das funktioniert nur, indem ich AutoGrid aktiviert habe. Wenn ich das deaktiviere, dann sehen wir, dass diese Kugel wieder keinen Bezug hat zu meinem Objekt. Ich habe gerade mal gedreht und es hat das Koordinatensystem hier verlassen. Die anderen Kugeln sitzen aber sehr gut auf meinem Objekt, weil ich die Autogrid-Funktion aktiviert habe. Wenn ich in meinem Projekt hinterher auch CAD-Zeichnungen erstellen möchte, macht es großen Sinn, schon Schnittflächen vorzulegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und in meinen Top-View gehe, ich zoome mal ein wenig raus, habe ich einen Layer vorbereitet und dieser Layer heißt Schnitte. Und was Sie hier sehen, sind drei Schnittflächen, die ich vorbereitet habe: den Längsschnitt, den Querschnitt 1 und den Querschnitt 2.
Und wir sehen, was passiert. Das hier ist der Längsschnitt. Ich wähle den aus, Längsschnitt und Querschnitt. Und das sind Flächen, die sich durch mein ganzes Modell ziehen. Und wenn ich jetzt beispielsweise den Längsschnitt auswähle, auch hier über meinen Layer Manager gehe ich auf mein Select Highlighted Objects and Layer. Jetzt habe ich mein Objekt ausgewählt, das Ding heißt Sections. Und hier besteht die Möglichkeit, zu unterscheiden, zum Beispiel, dass er ein Upgrade macht, wenn ich es ausgewählt habe, oder manuell. Es ist wichtig, immer ihre Schnittfläche zu aktualisieren, bevor Sie wirklich einen Schnitt erstellen. Und wenn ich jetzt hier reingehe und im nächsten Schritt sage Create Shape, dann nenne ich das mal Längsschnitt. Hab ich gemacht. Und jetzt erstellt er mir einen Längsschnitt, den ich mir über meine H-Taste auch auswählen kann. So, das ist jetzt hier mein Längsschnitt und ich gehe auf Isolate Selection Toggle. Und was wir jetzt sehen, ist ein Längsschnitt durch mein Boot. Und dieser Längsschnitt ist ein Editable Spline. Und dieses Editable Spline kann ich sehr schnell exportieren in ein CAD-Programm. Ich gehe jetzt auf Export, Export Selected, nenne das Ganze hinterher Längsschnitt beispielsweise 01 und gebe dann hinterher mein Exportformat ein, beispielsweise AutoCAD DWG. Und wenn ich das jetzt hier exportiere als 2007 oder 2004, würde reichen, dann kann ich das in meinem CAD-Programm öffnen, in Vectorworks oder in AutoCAD und hinterher nachbearbeiten, habe so einen recht schnellen Workflow zwischen 3D und 2D. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz an mit einem Querschnitt. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf meinen Querschnitt. Und hier sage ich, when Section Moves ist, glaube ich, keine nicht die ideale Einstellung, sondern wahrscheinlich eher when Section Selected oder wieder Manually. Da muss ich einfach nur mich daran erinnern, dass ich auf das Update Section gehe und wir nennen das jetzt einfach mal Querschnitt. Und wenn ich auf meine H-Taste gehe und jetzt hier Querschnitt eingebe und das Ganze auswähle und jetzt in meinen Frontview gehe, sehe ich, wie wir einen Querschnitt erzeugt haben, den ich auch wieder sehr gut hinterher in mein CAD-Programm exportieren kann. Zum Schluss schaue ich mir noch eine letzte Funktion an. Wenn ich in 3D-Studio einen Schnitt erstellen möchte oder einen Schnitt visualisieren möchte, besser vielleicht auch einen perspektivischen Schnitt, kann ich das auch machen. Und zwar folgendermaßen: Ich habe jetzt hier eine Auswahl vorbereitet, die Auswahl Boot. Und wenn ich jetzt in mein Auswahlfenster gehe und Boot auswähle und auf Isolate Selection gehe, sehe ich hier bereits meine Auswahl. Jetzt ist es so, dass meine Auswahl dargestellt wird mit der Hintergrundfarbe. Ich kann jetzt reingehen bei Views und sage View Background und statt dem Environment Background kann ich zum Beispiel auf den Gradient Color Background gehen. Jetzt kann ich es besser sehen. Und es sind 12 Objekte, die ich ausgewählt habe. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, den sogenannten Slice Modifier auszuwählen. Das ist mein Slice Modifier und hier gibt es die Möglichkeit zu sagen Remove Top oder Remove Bottom. Und Sie sehen jetzt schon, dass ich dadurch einen Schnitt erstelle. Und wenn ich jetzt hier in den Bereich Slice reingehe und meine Slice Plane verschiebe, ich rotiere die jetzt einfach mal um die X-Achse, das heißt rechte Maustaste Select and Rotate. Und wenn ich jetzt hier bei der X-Achse 90 Grad eingebe, sehen wir, was passiert. Es braucht ein bisschen und wir haben einen Schnitt erstellt und je nachdem, wie ich meine Schnittebene verschiebe, das dauert jetzt gerade ein bisschen, weil das Ganze ja auch gerechnet wird, sieht man, wie hier mein Schnitt langläuft und ich bin jetzt hier aktuell im Frontview und was ich machen kann, ich kann den Frontview auswählen, ich gehe jetzt mal hier auf die Einstellung Realistics und Edge Faces deaktiviere ich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Front View auf Perspective gehe, dann sehen wir, ich muss es kurz dann doch drehen, ich hätte den
den Backview nehmen sollen, dann sieht man es jetzt auch hier wirklich. Ich gehe auf Perspektive und wir sehen, wie ich hier einen Schnitt durch mein Gebäude mache und das kann ich oder durch mein Boot machen und das kann ich jetzt sehr gut visualisieren und ich habe eine sehr schöne visualisierte Schnittzeichnung. Es gibt noch eine Sache, die wir zum Schluss ausprobieren können. Aktuell ist es so, dass die Kanten hier offen sind und wenn ich jetzt noch einen Modifier drauf packe und zwar den Modifier Cap Holes, dann sieht man, dass 3D Studio versucht, alle offenen Flächen zu schließen. Das sind in dem Fall meine Schnittflächen und dann wird das in der Visualisierung noch besser ausschauen und je nachdem müsste ich einige Flächen dann in Photoshop noch nachbearbeiten, eventuell auch noch schließen. Und wenn dann meine Rendereinstellungen alle vorgenommen sind, brauche ich nur noch auf das kleine Feld Render gehen und ich habe dann eine Schnittvisualisierung, die je nachdem in Photoshop noch ein bisschen Nacharbeitung bedarf, nämlich hier überall, wo die Schnittkante sind, kann es sein, dass hier noch einige Polygone offen sind. Wenn ich das jetzt hier alles mit einer farbigen Fläche versehe, habe ich einen ganz sauberen Schnitt und der Vorteil bei dieser Methode ist, dass die Beleuchtungssituation hier immer noch sehr gut ausschaut. Ganz zum Schluss noch ein Tipp. Wenn ich meine Modifier anwende, und zwar hier den Slice Modifier und den Cap Hole Modifier, dann macht es Sinn, weil es könnte sein, wenn ich die selektiere, dass ich meinen Slice Modifier versehentlich nur auf einigen Objekten lösche, dann macht es Sinn, mein ganzes Objekt in dem Fall zu kopieren. Und ich sage das einfach, das nenne ich dann temporär Schnitt. Weil das hat den Vorteil, wenn ich jetzt hier meinen Slice Modifier drauf anwende, dass ich hinterher es viel besser kontrollieren kann und viel besser deaktivieren kann und nicht vergesse, dass einige Objekte dann hinterher noch meinen Slice Modifier haben oder nicht. Und was wir hier sehen, ist nochmal der Grundriss. Ich gehe rein in meine Einstellung Realistik. Wir sehen, dass das mit dem Schnitt hier sehr gut funktioniert hat. Und wenn ich aus dem Top View hinterher auf P wie Perspektive gehe, das ist mein Workflow. Jetzt habe ich es aktuell orthogonal. Und wenn ich jetzt auf P wie Perspektive gehe, habe ich einen perspektivischen Schnitt, in dem Fall einen perspektivischen Grundrissschnitt, den ich sehr schnell dann visualisieren kann.